Hey, Schweinchen, kannst du das da oben sehen? Ja, guck mal, da ist eine Wolke. Da ist irgendwas drauf. Was könnte das nur sein? Flo! Hey! Flo? Flo! Hör mal, was schreit, da bist du ja! Rum? Hi! Nein, Spaß. Warte. Warte, was? Guck mal. Mit dem Schwein geredet? Ich hab mit dem Schwein geredet. Guck mal, da oben ist eine Wolke. Hast du jemals so eine Minecraft-Wolke gesehen? Hast du noch nie eine Wolke gesehen in Minecraft? Ja, aber die sieht anders aus, findest du nicht? Ja, ja, du schaust auch anders aus. Danke. Meinst du, wir kommen da hoch? Da brauchst du wahrscheinlich 5 Millionen Blöcke. Ja, wahrscheinlich schon. Aber guck mal, hier ist ein Pegasus. Vielleicht kann ich sehen und dann hochfliegen. Leute, erstmal hallo und willkommen zu dieser neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen zu Flo und Easy fliegen auf eine Pegasus zu der unsichtbaren Wolke da oben. Oh, das Pegasus mag mich nicht. Bitte. Aber ich kann dir einen Apfel geben. Oh, no. Oh, no, bitte. Nein. Oh, wenn es hochfliegt. Ja, ich hab's geschafft. Warte, was? Es ist gezähmt, aber ich habe keinen Sattel. Oh. Also, Easy, weißt du, Flo, doch, wo ich herkomme, ja, macht man Handelsgeschäfte, okay? Handelsgeschäfte? Also, ja, und da kommt es halt immer drauf an, was für einen Preis man bietet. Okay, ich biete dir. Du hast einen Goldapfel? Ich habe einen Dungeon gefunden vorhin. Okay. Ich kann dir anbieten, ich habe hier einen unsichtbaren Gegenstand in meiner Hand. Du kannst ihn noch nicht sehen, aber der ist super wertvoll, okay? Ich habe einen sichtbaren Gegenstand in meiner Hand, Easy. Jetzt komm schon, ich gebe den Sattel auch zurück. Ich brauche den nur ganz kurz. Okay, danke. Ja. Wow, das ist aber nett. Kann ich auch noch einen Apfel haben? Schau mal, ob du ihn. Vielleicht isst du den Apfel. Das Pferd, meinst du, das ist den Apfel? Okay, ich werde es mal ausprobieren. Guck mal. Oh nein. Oh, pass auf. Warte, ich glaube, ich muss mit dem hier wegreiten. Das kriegt nämlich hier schon Schaden. So, zack, guck mal, ich habe das Pegasus gezähmt und. Ja, kann der wirklich? Ja, wir können fliegen, guck mal. Yes! Nice. So kommen wir auf jeden Fall hoch zur Wolke. Bleib du nur unten, Flo. Ich gehe mich hier oben mal umschauen. Okay. Was ist das denn hier? Warte mal, Pegasus, bleib da mal stehen, ja? Hier ist ein Podest, aber da ist nichts drauf. Das war's auch schon. Was sollen wir denn hier? Hä? Ich hab noch nie ein Pferd von so einem Nahen gesehen. Ich habe in seinen Mund reingeguckt. Ist hier irgendwas drauf? Unsichtbare Kraft? Was soll das denn halt? Nein. Flo? Flo, ich hab was Dummes gemacht. Wo bist du? Boah, was ist jetzt schon wieder? Meine Hand ist weg! Wie stellst du sowas immer an? Ich weiß es nicht. Wie schaffst du das? Meine Hand war letztens schon Feuer, dann war sie Eis. Check die Folgen beide auf jeden Fall aus. Jetzt ist meine Hand unsichtbar. Yeah! Ich glaub, du brauchst Handschuhe. Stimmt. Kann man überhaupt Handschuhe tragen mit einer unsichtbaren Hand? Hast du eine Ahnung, Pegasus? Stimmt, okay, vielleicht. Komm, die Wolke war ein bisschen komisch. Wir fliegen mal wieder runter hier. Und dann probiere ich mal meine unsichtbare Hand aus. Mal gucken, ob ich dich boxen kann, Flo. Was denkst du? Easy, dort wo ich herkomme, nennt man das. Man hat einfach keine Hand. Okay, vielleicht habe ich meine Hand verloren. Aber sie ist, schau mal. Man kann sie so ein bisschen sehen. Siehst du das? Da rechts? Hey, ja, wirklich. Die ist so ein kleines bisschen sichtbar. Mal gucken, ob ich dich boxen kann. Ja, au, funktioniert oh einwandfrei. Gott, du machst 5 Herzen Damage. Okay. Warte, ich glaube, ich habe Fähigkeiten. Ich bin unsichtbar. Hä, hey, wirklich? Ich bin unsichtbar. Ah! Meine Hand macht mich unsichtbar. Hi, Schweinchen. Wie cool ist das denn? Flo, das Pegasus. Ich glaube, das ist sauer auf dich. Guck mal, das kommt oh mein zu dir Gott. Geritten. Ich sehe es. Nein, das ist zu dick. Es kommt nicht in dein Haus rein. Ich will nur in Frieden mein Haus bauen. Ja, Flo, willst du nur in Frieden. Ah! Nein, ich bin wieder sichtbar. Okay. Vielleicht habe ich noch mehr Fähigkeiten. Lass mal gucken. Ich habe das hier noch. Flo? Lass du mal Pegasus mal in Ruhe? Ey! Runter! Wow! Wow, was? Ey, wie cool! Nein. Macht das Schaden, Flo? Es macht Damage, es macht alles. Was baust du denn für ein komisches Haus? Lass mich in Ruhe! Das ist ja witzig. Wow! Oh no. Okay, warte. Vielleicht kann uns das irgendwie helfen beim Hausbau, weißt du? Vielleicht das schaffen wir es. Du richtig. Guck mal, ich kann sogar fliegen. Siehst du das? Du kannst mich hier oben gar nicht mehr halten. Warte, was? Hör, wie nice. Ich kann jetzt einfach zur Wolke hochfliegen. Ah, oh mein Gott. Okay, das war ein kleiner Crash hier gerade. Weißt du, da vorne sind vielleicht noch mehr Pegasusse.
Da sind so weiße Pferde. Ist jetzt heißt Pegasi. Pegasi? Ja, das ist, glaube ich, die Mehrzahl, oder? Ich habe keine Ahnung. Leute, könnt ihr mal schreiben. Was die Mehrzahl ist von Pegasus? Ja, das könnt ihr wirklich mal schreiben, wenn ihr das wisst. Und ob ihr schon mal eine unsichtbare Hand hattet, das könnt ihr auch mal schreiben, wenn das schon mal so war. Ey, lass das Schwein in Ruhe! Das hat dir nichts getan! Ich stand im Weg! Ah! Okay. Okay, mal gucken, was ich noch kann. Warte. Siehst du die? Hey, ist ein unsichtbarer Block? Ich weiß, ich kann unsichtbare Blöcke bauen. Ich kann ein Haus fertig bauen. Oh mein Gott. Wir können ein unsichtbares... Ich sehe nichts. Du siehst sie nicht, ne? Ey, mega cool. Nein. Yes. Yes, du bist eingesperrt. Kann ich es kaputt machen? Ich weiß nicht, ich probier's mal. Ey, hör auf damit. Komm schon, komm schon. Nein. Nein. Yes. Hier dazu. Nein! Nein, hör auf! Nein! Jetzt bist du wieder drin. Warte, geh doch nicht weg, oder? Oder ist mein Pegasus. Weißt du, wie cool das ist? Doch, beim doch, die gehen weg! Nein, die gehen nicht weg, oder? Yes! Nein, die spawnen einfach! Oh, come on, das ist so cool! Ey, richtig nice mit der unsichtbaren Hand. Flo, willst du es auch mal probieren? Hä, kannst du nicht, weil nur meine Hand ist unsichtbar. Ich gehe jetzt, tschüss. Ey, warte auf mich. Okay, ich habe noch mehr Fähigkeiten, glaube ich. Ich probiere mal die nächste aus, ja? Hä? Oh. Wo bist du hin? Hi. Ich bin bei meinem Pferd gelandet. Hi. Warte, mach's nochmal. Warte mal. Warte! Ich kann mich. So ein Lichtblitz. Ich kann mich mit meinem Pegasus. Nee, ich kann mich nicht mit meinem Pegasus teleportieren. Ich kann mich nur alleine teleportieren. Glaubst du, der Pegasus kann auch einen unsichtbaren Fuß haben? Yeah, na klar, soll ich ihm das mal hier irgendwie unsichtbar färben? Was passiert eigentlich, wenn ich etwas anfasse? Wird das dann auch unsichtbar? So, und... Hörst du abgebaut? Es ist unsichtbar geworden. Flo? Flo? Nein. Flo, soll ich mal kurz anfassen? Nein, keine Sorge, ich mach's nicht. Warte, ich test nochmal. Wow! Warte. Was? Das heißt, wenn du den hier anfasst, wird der auch unsichtbar? Soll ich's versuchen? Warte. Und... Zack! Ja! Als ob! Was so? Als ob, wie cool! Ich kann einfach alles unsichtbar machen. Nein, das ist gut. Weißt du, es wäre ein Nachteil. Wenn ich dich jetzt unsichtbar mache, kann ich nicht mehr sehen, wo du bist. Mach mal dich unsichtbar und bleib unsichtbar. Für immer. Okay. ich hab das Licht gesehen. Yes! Okay, warte, wir müssen das Haus noch zu Ende... Woher wusstest du, wo ich bin? Ich bin unsichtbar! Ich wusste nicht, ich schlage einfach. Wir müssen das Haus noch zu Ende bauen, ja? Ach, müssen wir das? Was? What? Hä? Was war das gerade? Flo, ich glaube, dein Haus hat ein kleines Problem. Ist es mein Haus? Es bricht auseinander! Ich kann einfach dein Haus zerstückeln! Nein! Nein! Nein, lass mein Haus! Es hat dir nichts getan! Please! Okay, jetzt sieht er mich wieder nicht. Ja, was sind das für coole Fähigkeiten? Kann ich? Ich kann eine Tür nehmen. Was? Lass mich los! Nee! Das hast du verdient! Warte! Zack! Ich lauf. Oh, warte. Kann ich meinen Pegasus nehmen? Ich kann wirklich meinen Pegasus nehmen! Hä, wie nice ist das denn? Flo, willst du ein bisschen Dekoration? Ich habe hier so ein paar Büschel, die kann ich auf dein Haus pflanzen. Ich baue jetzt deinen unsichtbaren Baum ab. Geh weg. Das Kissen ist voll. Warte. Ah! Bats! Warte, kannst du mich werfen? Warte mal, wirf mich mal ins Wasser. Weißt du, das geht? Warte, ich versuch's mal. Und? Soll ich dich mit Schwung... Oh! Nee, soll ich dich mit Schwung... Das war noch nicht weit genug. Bleib mal stehen. Und? Zack! Zack! Okay, probier nochmal, nach oben. Nach oben? Zwei, wie du kannst. Bam! Jetzt hat's geklappt. Nice. Warte, ich glaube, ich habe noch eine letzte Fähigkeit. Oder? Wow! Was war das denn? Das bin ja... Warte, wer bist du? Was? Das ist... Schon wieder? Hä? Hey, du nimmst keinen Schaden. Was zum... Nee, das bin ich? Sogar mit der unsichtbaren... Das bin ich. Bist du. Ja, das ist easy. The real one, yeah! Hey, krass! Jetzt ist sie weg! Jetzt ist sie weg? Jetzt ist sie unsichtbar geworden! So wie ich!
Ja, nice. Okay, Flo. Oh mein Gott, ich kann unsichtbare Easy Cheesies erstellen. Guck mal. Was? Hier vorne. Wie viele? Ich weiß es nicht. So viele, wie ich will, glaube ich. Wie cool. Warte, Flo, ich habe noch eine letzte Fähigkeit, okay? Die möchte ich in deinem Haus ausprobieren, ja? Du hast schon seit 10 Minuten letzte Fähigkeit. Okay, das ist jetzt wirklich die letzte, ja? Okay. Also, eine letzte. Ja, die hier erstmal. Zack, geh mal nach draußen. Ja, du musst mal draußen warten. Nein, komm rein, alles was gut. Was wird das? Hier ist die letzte Fähigkeit, glaube ich. Ich weiß nicht, was sie kann. Ich probiere das mal aus, okay? Was war das? Oh no. Flo? Hallo? Hallo? Wo sind wir? Warum ist alles so rot? Ich weiß nicht. Und blau und grün? Und blau? Was? Hä, wo sind wir? Wo ist das ganze Grün? Wo ist mein Haus? Wo ist die Erde? Haus? Nein! Wir haben die Erde eingesaugt! Mein Haus! Alles klar, Freunde, das war's hier mit unserer Folge von meine Hand ist unsichtbar, so kann's gehen. Das war's wohl mit der Erde. Ein schönes Abonniert Haus. Abonniert den Kanal. Ja, Flo, dein schönes Haus. Abonniert Flo auch gerne dafür, dass er sein Haus hier verloren hat am heutigen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.